Die Koffer sind gepackt. Auf geht's ins Allgäu, ins wunderschöne Allgäu. Wer von euch Lust und Zeit hat, der kommt einfach jetzt mit mir mit. Ich mache da ein paar schöne Bilder und ein paar kleine Videos. Ja, und die könnt ihr euch dann jetzt anschauen. Gehen wir. Angekommen im Allgäu, stelle ich euch nun die Berge von meinem Balkon aus vor. Ja, wir sind gerade eingecheckt im Hotel und jetzt zeige ich euch die Berge im Hintergrund. Das da ist das Rubihorn. Ja, seht ihr das? Wunderschön. Das da ist das Nebelhorn mit der Skisprungschanze. Wow, jawohl. Und da um die Ecke geht es dann natürlich weiter. Aber das ist jetzt meine direkte Aussicht vom Balkon in unserem wunderschönen Hotel. So, die erste Station heute ist die Breitachklamm. Die ist da hinten. Und da gehen wir jetzt einmal rein und schauen uns das an. Ich war da schon im Januar mal im Winter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die im Sommer ausschaut. Nach einer kurzen Stärkung sind wir jetzt soweit für die Breitachklamm. Habe ich das vorhin überhaupt richtig ausgesprochen? Ja, wie auch immer. Jetzt sieht es ja Breitachklamm und da gehen wir jetzt rein. Gut, wir sind jetzt drin. Dann geht's jetzt los. Jo! So, da geht's jetzt langsam rauf. Ja, da geht der Weg. Und den folgen wir. So schaut's von weiter oben aus. Wir gehen jetzt durch die erste Höhle. Wunderschön in unserer Natur. Und immer weiter. Wunderschön. Ja, der Wasserstand ist in der Jahreszeit nicht so hoch, aber trotzdem ist es ein richtig schönes Naturereignis. Hier sucht sich der Bach seinen Lauf. Ja, komm, gehen wir weiter. Wow. Wow. Hier geht's voll ab. Wow, Wahnsinn, gell? Schau doch mal. Wow. Wow, da hinten geht's voll ab. Aber volle Kanone. Wow. Damit ihr euch das jetzt einmal ein bisschen vorstellen könnt, schau doch mal, wie weit es noch geht. Wow. Ja, wir sind jetzt zum zweiten Mal schon hier. Aber es ist immer wieder wunderschön. Nicht nur unten, sondern nach oben. Wunderschön ist das hier. Wunderschön. Kurze Pause. Boah. Oben. Auf der Brücke. Hier ist das Ende der Klamm. Ja, das ist boah, Wahnsinn. Und jetzt geht's weiter zur Alpe Dornach. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Jetzt haben wir uns ein kleines Erfrischungsgetränk da hinten verdient. Das ist die Alpe Dornach. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, ihr vier seid ja süß. Jawohl. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt da oben ein Bier trinken. Ja, nach gefühlt 13 Kilometer, meine Frau hat es aufgezeichnet, die schickt mir das dann, sind wir jetzt zurück in unser Hotel Bergruh. Und da werden wir uns jetzt schön duschen und fertig machen, also schick anziehen fürs Abendessen. Und es soll hier wirklich lecker, lecker, spitzenmäßig sein. Ich bin gespannt.
haben mit Zoom in den Sonnenaufgang. Frisch und munter am Morgen gehen wir jetzt erstmal frühstücken und stärken uns für die nächste Tour. So, da hinter mir ist die Fellhornbahn. Das ist der Fellhorn, ja genau, deswegen heißt auch die Bahn so. Und da fahren wir jetzt hoch. Da oben gehen wir wandern. Siehst du da überhaupt von was? Unten nach oben. So, wir sind jetzt erstmal hier bei der Zwischenstation. Oben auf dem Fellhorn. Und ja, da unten der See. Und da oben lang wollen wir entlang wandern. Ganz da oben drauf auf schmalen Grat. Ja, ja, ja. Oh, oh. Das wird bestimmt wunderschön. So, hier im Restaurant, wenn wir jetzt erst einmal Erfrischungsgetränk zu uns nehmen. Bei herrlicher Aussicht. Schaut euch diese Aussicht an. Wow. Wow. So, da geht's jetzt zum Gipfel. Ja, wir sind oben am Gipfel angekommen. Wir schauen jetzt einmal runter. Ich zeige euch das einmal. Also das ist ja wirklich super. Passt einmal auf. So, kleine Stärkung, bevor es losgeht. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Die Aussicht von hier. Ein Traum, ne? Wahnsinn. Jetzt gehen wir gerade auf zum Gipfel und unser nächstes Ziel ist dann die Schlappwoldalbe. So, da müssen wir jetzt rauf. Puh, ich bewege mich jetzt genau zwischen Deutschland, ja, und Österreich. Weiter geht's dann auf. Gipfelkreuz erreicht. Ja, ist ziemlich schmal der Weg, aber da müssen wir jetzt circa so eine Stunde auf den Weg weiter rüber. Wow. Und von hier oben sieht man dann wunderschön den Schlappholzsee und natürlich auch den Weg, den wir wandern. Wirklich ein Traum hier oben. Österreich, unser Weg, Deutschland. Wunderschön, die Aussicht. Ein totaler Traum, wirklich. So, ich mache das jetzt mal mit Zoom, dass ihr das seht. Das sind Alpensalamander, die hier ganz oben auf dem Berg. Ja, seht ihr, wir sind ganz oben auf dem Berg. Und hier ihr Zuhause haben. Ja, von da oben. Oh. Geht's weiter da rauf. Oh. So, da müssen wir jetzt noch rüber und dann geht's da den Weg runter zur Albe, wo wir dann hoffentlich Hopfenblütenerfrischungsgetränke bekommen. Ja. Ja, ich muss euch noch ein Video zeigen von den wunderschönen Bergen, weil so oft laufe ich hier nicht mehr rauf, das sage ich euch. Oh. Aber es lohnt sich, wenn man dann oben ist. Es lohnt sich. So, und da müssen wir jetzt den Weg runter bis zum Ziel. Gleich geschafft. Und hier, wenn man Glück hat, sieht man manchmal Murmeltiere. Muss man immer ganz leise sein, hört man sie pfeifen. Aber heute sind wahrscheinlich wirklich zu viele Leute hier unterwegs. Aber wie schon gesagt, wenn man Glück hat, dann sieht man die hier manchmal.
Gut, nach einer etwas längeren Pause machen wir uns jetzt Richtung Talstation. Oh, oh. Oh, oh. Geschafft, wir sind wieder unten im Tal. Und jetzt gehen wir in den Fellhornstuben in der Gaststätte erstmal was Erfrischendes trinken, bevor wir dann zurück zu unserem Hotel gehen, uns zur Dusche und wieder fürs Abendessen zurecht machen. Ich sage jetzt einmal gute Nacht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Teil 1 ist nun zu Ende. Demnächst folgt wahrscheinlich Teil 2. Und wenn euch das gefallen hat, hoffe ich, ihr seid bei Teil 2 auch wieder dabei. Also tschüss und servus bis dahin, euer Holger.